Gut besucht war auch in diesem Jahr wieder der Aasee-Triathlon. Über 1000 Teilnehmer absolvierten die Strecke um und durch den Bocholter Aasee. Zahlreich waren auch die vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich auf die Organisation, die Verpflegung und die medizinische Versorgung der Teilnehmer und Gäste aufgeteilt hatten. Und hier beim Schwimmen, der erste Schwimmer. Erst musste geschwommen, dann geradelt und schließlich gelaufen werden. Angeboten wurden 5 Distanzen. Der Volkstriathlon mit 200 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen und bis zur Mitteldistanz mit 2000 Meter Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren, 20 Kilometer Laufen. Und ebenso wie beim Citylauf hatten sich viele Gäste am Streckenrand aufgestellt, um die vielen Sportlerinnen und Sportler anzufeuern. Und auch das Wetter spielte mit. Es war zwar warm, aber nicht zu heiß. Und entgegen vieler Befürchtungen blieb es auch während der gesamten Veranstaltung trocken. Schließlich war es geschafft und die Sportler konnten erschöpft, aber glücklich über ihre Leistung ins Ziel einlaufen. Und ich bin Schwimmer in einem Wettbewerb in Wasser, der wieder auf dem Land.